diesen Teil vielleicht des Abends zu führen. Ich die Diskussion hier mit den Herausgebern und den Gastautoren, zwei der Gastautoren sind auch hier. Ich möchte gleich mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Pierre Niklaus, einer der Herausgeber. Sie haben an der Universität Basel mal Erdwissenschaften studiert, das wusste ich aber gar nicht. Und das Studium, das Sie für soziale Arbeit in Genf dann absolviert, Sie sind der Gründer und da kennt man Sie, glaube ich, in der ganzen Schweiz, der ersten deutsch-schweizerischen Anlaufstelle für Sonderpapier, die Sie sehr lange aufgebaut und geleitet haben. Und seit 2012 leiten Sie in Basel das Nachbarnetz, das ist eine Nachbarschaftsorganisation. Sie haben zusammen mit Balthasar Klettli dieses Buch herausgegeben. Balthasar Klettli, Nationalrat und Fraktionschef der Grünen, auch allgemein bekannt, glaube ich, muss man nicht noch genauer vorstellen, hat aber auch lange in einer Organisation, migrationspolitischen Organisation gearbeitet, so in der Planung und war aber auch als IT, im IT-Bereich tätig lange, ist auch Vizepräsident des Mitgliederinnenverbands. Und Sie beiden zusammen haben sich entschieden, dieses Buch zu schreiben. Der Rotbuchverlag hat es gerade gesagt, eingreifend in die aktuelle Diskussion. Was war denn Ihre Motivation, wie kam das Buch zustande? Ja gut, also ich verstehe mich schon lange als, also die Umweltschutz ist mir eigentlich ein Anliegen seit je und auch globaler Umweltschutz erhalten der natürlichen Lebensgrundlagen. Mein Vater war selber sehr aktiv in der Anti-AKW-Bewegung und für mich war das jetzt ein bisschen schockierend oder schwer schockierend zu sehen, wie plötzlich Umweltschutz mit Abschottung, Neokolonialismus, Fremdenfeindlichkeit zusammen jetzt geht. Und ich wurde dann, ja, eigentlich hat dann Marcel Heimki mir den Ball zugespielt, weil er vom Rotpunkt Verlag angefragt worden ist, ursprünglich ein Konzept für ein hintergründiges Buch zu diesen Themen zu schreiben. Und er hatte keine Zeit, denke ich mal, das zu schreiben. Und so ist es dann bei mir gelandet, weil wir uns auch privat ein bisschen kennen. Nachher habe ich noch Balthasar ins Boot geholt. Und es war Ihr Anliegen, als Grüner ein Buch über unheimliche Ökologen zu schreiben? Mein Anliegen war es, sich selbst einmal auch die Zeit zu nehmen und das etwas zu hinterfragen, woran man eigentlich einfach so unhinterfragt, unreflektiert glaubt oder worauf man glaubt, sich aufbauen zu können. Also ich war immer ein Grüner, für mich war immer, auch als Jugendlicher schon, ich war ja in der Pubertät zu dieser Zeit, als Tschernobyl, Schweizer Halle, dazu geführt hat, dass zum Beispiel hier im Kanton Zürich ein Erdrutschsieg dann der Grünen im Parlament stattfand, das Waldsterben. Diese Themen haben quasi meine, soll ich sagen, mein politisches Wachwerden als Kind, als Jugendlicher begleitet. Und deshalb war für mich immer der Umweltschutz so ein Nummer-eins-Thema. Und das habe ich aber nie eigentlich reflektiert. Und ich bin sonst ein Mensch, der sehr gerne alles das, was er darauf aufbaut, auch reflektiert. Und es war für mich in dem Sinne auch eine Gelegenheit, dem die nötige Zeit zu widmen und sich auch zu fragen, weshalb gibt es Leute, die auch sagen, sie sind Ökologinnen und Ökologen und doch in ganz wesentlichen Fragen ganz anders denken als ich? Und wie denken die eigentlich? Das haben Sie getan. Sie haben beide das sehr schön, wie ich finde, im Buch gemacht, diese Herleitung eigentlich dieses Themas Umweltschutz, Ökologie und der Zusammenhang mit diesen fremdenfeindlichen Tendenzen. Wir werden in einem späteren Punkt sicher auf diese Herleitung auch zurückkommen. Ich möchte jetzt aber gerne noch die beiden anderen Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Marcel Henk, Sie sind schon angesprochen worden. Sie sind beide Co-Autoren in dem Buch, haben beide einen Artikel drin geschrieben und es gibt noch vier weitere Gastautorinnen und Autoren. Ich werde sie kurz nennen, sie können alle nicht hier sein, außer Gerd van Dock, der ist hier. Ja. Auch er hat ein Artikelbuch geschrieben über den entwicklungspolitischen Aspekt
Und dann Charlene Antena, Annemarie Sancho und Peter Schneider entschuldigen sich, weil sie im Ausland sind. Es ist ja auch August und auch woanders noch ein bisschen mehr Sommer als hier. Und sie aber sind hier, Marcel Handy und Lena Schmitter. Marcel Handy, wir haben das gehört, sie hatten eigentlich die Anfrage für das Buch und haben sich aber jetzt eigentlich auf diesen Artikel beschränkt, der aber ganz schön ist. Sie sind Journalist, Sie sind Buchautor, Sie sind Historiker und ich habe gelesen, Sie sind genossenschaftlicher Mitbesitzer und Mitverwalter eines Bergbauernbetriebs. Also Sie sind auch mit der Natur eng verbunden. Sie haben diesen Artikel geschrieben, I gleich Pat, Formen und Fetisch. Also die Formen eigentlich von Ecopop nehmen Sie auseinander. Und Sie zitieren an einer Stelle Cesare Marchetti, der fand, dass die Schweiz auch 140 Mal so viel Bevölkerung aushalten könnte. Jetzt würde mich wundern, wo steht eigentlich Marcel Henke zwischen Marchetti und Ecopop? Also Marchetti, der hat gekommen, die Welt könnte 140 Mal mehr, das war kein Schweizer, er hat gesagt, eine Million Menschen würde seine Tragfähigkeit der Welt ist eigentlich extrem Ecopop zu Ecopop. Die Frage ist einfach zu beantworten, ich stehe, wenn ich sie mit einem Menschen beantworte, Ecopop viel näher als man geht. Ich lebe lieber in einer Welt mit 7 Milliarden Menschen als in einer mit einer Million Menschen. Aber das war jetzt gewissermaßen eine typische Antwort eines Ecopopers, weil so wie ich die Ecopoper wahrnehme, bisher in der Debatte, sind diese Argumente sehr stark fakten- und zahlengläubig. Und damit will ich nicht sagen, Fakten und Zahlen sind eigentlich wichtig. Ich finde es natürlich wichtig, dass man Fakten und Zahlen ernst nimmt, wenn es Fakten und Zahlen sind, die man ernst nehmen kann. Aber relativ oft muss man halt auch, was auf den ersten Blick als Fakten aussieht, kritisch hinterfragen. Und diese Formel, die Einheitsformel nennt man sie in der Ökologiedebatte, ist so etwas wie ein Fetisch des Bevölkerungsdiskurses. Und die kommt ja so nüchtern mathematisch daher. I gleich P mal A mal G, das bedeutet Umweltwirkungsgleich Anzahl der Menschen mal Wohlstand mal ein Technologiefaktor. Und Mathematik stimmt ja einfach. Die ist einfach richtig. Da kann man gar nicht mehr dagegen argumentieren, scheinbar. Und wenn man die Formel dann genau anschaut, dann merkt man eben, dass da sehr viel Ideologie drin steht. Wir werden auch da auf die Formel nochmals zurückkommen. Sie werden uns sicher mal noch genau erklären, weshalb diese Formel nur auf den ersten Blick stimmt. Aber ich möchte noch zu Lena Schmitter kommen. Sie haben zusammen mit Annemarie Sancho, die eben nicht hier sein kann heute Abend, den Aspekt der Geburtenkontrolle und der weiblichen Selbstbestimmung, würde ich sagen, beleuchtet in dem Buch. Und das ist ja quasi dieser zweite Teil auch der Ecopop-Initiative. Einerseits die Bevölkerungsbeschränkung und andererseits die Beschränkung der Entwicklungshilfegelder oder dieser 10% auf Geburtenkontrolle. Jetzt könnte man sagen, Sie sind Assistentin am Historischen Seminar der Universität Bern und auch Lehrbeauftragte auch am IZFG Bern und Sie haben gerade Ihre Dissertation fertiggestellt zu genau diesem Thema, Politik mit der Reproduktion, die Frauenbewegung und die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz von 1971 bis 2002. Sie kennen die Diskussion darüber in der Schweiz sehr genau und ich denke auch international. Beschäftigen sich auch sonst mit der Frauenbewegung, mit der Geschichte der Sexualität, aber auch mit neuer Politikgeschichte. Und mich würde interessieren, auf den ersten Blick oder vielleicht auch auf den zweiten, ist es ja doch sehr einleuchtend, dass weniger Kinder, gerade für auch, vielleicht auch für ärmere Frauen, ja mehr Selbstbestimmung bedeuten und auch weniger Belastung. Wie kann man da dagegen sein als Feministin oder als Gender Studies? Also das Schöne an WissenschaftlerInnen ist ja, dass man nach dem ersten Blick auch einen zweiten Blick auf ein Thema werfen kann. Und da wurde mir und Annemarie Sancho, die wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, relativ bald klar, dass eben diese Argumentationslogik, diese vermeintliche, quasi weniger Kinder, weniger Menschen, besserer Umweltschutz, besseres Leben bei weitem nicht aufgeht. Und zwar, weil die zugrunde liegende Frage eigentlich sein müsste, wer gilt genau als zu viel, und zwar für wessen Umwelt. Und da haben wir uns natürlich auch aus feministischer Perspektive damit auseinandergesetzt und sind relativ schnell darauf gekommen, dass diese vermeintlich freiwillige Familienplanung so freiwillig gar nicht ist, respektive so freiwillig,
freiwillig gar nicht sein kann, quasi qua Verfassung das festzuschreiben. Und gleichzeitig fungiert diese freiwillige Familienplanung eben auch als Disziplinierungsinstrument, und zwar zweiseitig. Das eine ist, dass quasi Frauen, vor allem Frauen im globalen Süden, dazu angehalten sind, weniger Kinder zu produzieren. Und eben gleichzeitig, und das ist so die zweite Seite der Medaille, die implizit in der Initiative drinsteckt, bedeutet das eben auch, dass eben Frauen des Nordens oder des globalen Südens angehalten sind, die richtige Anzahl richtiger Kinder zu produzieren. Und es wirken da zwei sehr subtile Arten von Macht. Und das eine würde ich wirklich nennen, ist eine postkoloniale Macht. Und das zweite ist eben auch eine sehr neoliberal angehauchte Macht, weil sie eben sagt, ein Individuum, eine Frau kann einfach selbstbestimmt eine Entscheidung treffen, und das vernachlässigt komplett gesellschaftliche Machtstrukturen. Die dann diese subtile Wirkung aus. Genau. Gut, auch darauf werden wir noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Ich habe es vorhin angetönt, ich möchte gerne ein bisschen diese Bevölkerungsformel vertiefen. Und damit wir nicht so ganz vom Buch weg diskutieren, möchte ich gerne den Beginn des Kapitels, diese schöne Geschichte, die Sie uns da erzählen, die mich auch ein bisschen schmunzeln gemacht hat, vorlesen. Marcel Henke erzählt uns zu Beginn seines Artikels eine Geschichte, wie gesagt, und die geht so. Kommen Sie mit, treten Sie ein, es gibt ein Kinderfest und Sie sind eines von 10 geladenen Kindern. Es gibt Kuchen. Das dickste Kind trifft zuerst ein und stopft sofort ein Drittel des Kuchens in sich hinein. Das zweite Kind schnappt sich halb so viel wie das erste. Das dritte bis fünfte je ungefähr ein Zehntel des ganzen Kuchens. Und die verbleibenden Kinder prügeln sich um die Brosamen. Wählen Sie selbst, welches Kind Sie sein wollen. Das Verhalten der Kinder widerspiegelt grob die Verteilung der natürlichen Ressourcen unter der Weltbevölkerung. Aber keine Sorge, der Gastgeber hat noch jedes Jahr einen größeren Kuchen gebacken. Und so gibt es auch für Kind Nummer 6 bis Kind Nummer 10 die Hoffnung, eines Tages richtig doll essen zu können. Marcel Henke, erklären Sie uns, weshalb diese iPad-Formel nicht stimmt. Wenn man die Geschichte hört, denkt man, sagen Sie sich ja sofort, sie kann ja nicht aufgehen. Also ich sage mal, was die Formel bedeutet. Ei auf der linken Seite des Gleichheitszeichens, jetzt muss es, wird es ein bisschen mathematisch mit dem Entschuldigung, heißt Umweltwirkung, und auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens steht das Produkt aus Population, das P, also Bevölkerungszahl, mal Affluence, deutsch Wohlstand, das ist gemessen Wirtschaftsleistung pro Kopf, mal ein Technikfaktor, das ist eigentlich die Kehrzahl der dessen, was man damit Technikeffizienz nennen würde, also wie viel Umweltwirkung verursacht eine Einheit der Wirtschaftsleistung. Und diese Funktion, jetzt gesagt, ich sage nicht so, warum sie nicht stimmt, aber sie stimmt, sie ist vollkommen korrekt, ich zeige das auch, indem ich das einfach kürze. Wenn man das kürzt, das eine eben einfach ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf, oder und das andere ist Umweltwirkung pro Wirtschaftsleistung, das kürze ich dann auch, plus kriegt man Umweltwirkung gleich Umweltwirkung, das stimmt. Das sagt einfach nichts aus. Also die Formel ist per Definition richtig, aber Inhaltsleere ist eine Tautologie. Und oder anders gesagt, eine willkürliche Zerlegung der Umweltwirkung in drei Faktoren. Man könnte es auch in andere Faktoren zerlegen, zum Beispiel können wir sagen, Ei gleich, wie habe ich es gesagt, Omega T, und sagen, Omega ist die Anzahl der Meerschweinchen auf der Welt und T ist die Umweltwirkung pro Meerschweinchen. Die Formel wäre genauso richtig, aber offensichtlich sinnlos. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn die drei Faktoren gut gewählt sind, dann ist es wurscht, dass es eine Tautologie ist, dann kann man was verändern. Und dann fragt sich, sind die Faktoren sinnvoll gewählt? Und jetzt bringe ich das in Verbindung mit der Kuchengeschichte. Wir haben dann eben zum Beispiel den Faktor A, Affluence, also Wohlstand pro Kopf. Das heißt, man nimmt die gesamte Wirtschaftsleistung der gesamten Welt und teilt das durch die gesamte Zahl aller Menschen auf dieser Welt und kriegt eine Größe. Hat diese Größe irgendeinen Bezug zur Realität? Das bestreite ich. Weil wenn wir das Kuchenbeispiel nehmen, dann bedeutet, ist der Wohlstand der Kinder ein Zehntel des Kuchens. Aber diese Realität trifft nur für die Kinder, nur
irgendwie 3 bis 5 einigermaßen zu. Und für die Mehrheit der Kinder trifft sie nicht zu. Die haben entweder viel mehr oder viel weniger. Und das ist ein Punkt, den ich an dieser Form kritisiere. Also man arbeitet damit Durchschnittswerten, die für wenige Leute Relevanz haben. Und man blendet vor allem eben aus, dass dieser Wohlstand extrem ungleich geteilt ist. Also man blendet eben aus, dass das erste Kind ein Drittel des Kuchens ist und das letzte Kind noch die Rosa unter dem Tisch zusammenkramt. Und das ist einfach etwas, was man nicht auswählen kann, wenn man irgendwie sinnvoll diskutieren will. Sie haben es angesprochen, wenn man sinnvoll diskutieren will, kann man quasi nicht von diesem Durchschnitt ausgehen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern man muss von dieser Realität ausgehen. Also dieser 10 Kinder, die den Kuchen ungleich aufteilen. Die Gerechtigkeitsfrage ist ja eine, die beschäftigt Sie sicher auch. Also Pierre-Alain Niklaus und Balthasar Gleitli, ich weiß, dass sie beschäftigt. Wie würden Sie denn die angehen? Also es ist ja dann trotzdem so, dass wenn es weniger Kinder hat, der Kuchen besser aufgeteilt werden kann. Ich habe diese Frage auch so ganz konkret mit schweizerischen politischen Beispielen durchgekaut an meinem letzten Wahlkampf. Und da war ja gerade die Frage so von dieser 8 Millionen Schweiz, respektive geht es Richtung 10 Millionen Schweiz. Das wäre jetzt wieder etwas, was zur aktuellen politischen Debatte passt. Und ich habe dann immer das versucht, ganz vereinfacht aufzunehmen, was ich gar noch nicht wusste, dass Sie das schreiben werden, Herr Henke. Nämlich, ich habe gesagt, also es hat in der Schweiz bestens Platz für 10 oder auch 12 Millionen Menschen, wenn man einen vernünftigen Lebensstil hat, und es hat in der Schweiz auch nicht für 6 oder für 5 Millionen Menschen Platz, wenn jeder seine Villa am Waldrand und als Zweitauto einen Offroader haben will und in die Ferien fährt, jedes Mal mit dem Flugzeug in irgendein fremdes Land. Das ist die Realität. Also bei uns ist der wesentliche Faktor effektiv der Konsum von Umwelt pro Kopf. Und da finde ich es auch dann ziemlich, ich sage jetzt mal, auch ethisch ziemlich schwierig, wenn man dann von globaler Überbevölkerung spricht und darüber spricht, dass diejenigen, die quasi am Hungertuch nagen, nicht nur symbolisch, sondern ganz real, dass die weniger werden müssen, damit die Umwelt global geschützt werden kann. Und so steht das in dieser Initiative. Herr Niklaus, die Gerechtigkeitsfrage. Ja, Balthasar hat jetzt eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Was ist genau die Frage? Von dir kannst du nochmal sagen. Also die Frage wäre ja, ich glaube auch, dass dieser Aspekt des Wohlstandes ja ausschlaggebend ist. Aber man könnte ja jetzt trotzdem nochmals nachfragen, wo müsste man ansetzen? Also Sie beide sagen, bei der Bevölkerungszahl nicht. Also Sie leiten das her in Ihrem Buch, Sie zeigen, weshalb das falsch ist, Sie zeigen das ganz konkret an der Formel. Und mich würde interessieren, wo Sie denn ansetzen würden. Was sind denn die Aspekte, also beim Wohlstand einerseits, und wo müsste man dann wirklich ansetzen, damit trotzdem eine, sagen wir, 10 oder 12 Millionen Schweiz gut lebbar ist? Also gut, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage, oder? Aber so grundsätzlich ist es ja so, was so störend ist in dieser Ecopop-Initiative, dass es auch die Schuld, gewissermaßen Schuld an den globalen Umweltproblemen, einfach nur bei den anderen sieht. Also man sieht es eben bei den Menschen in der dritten Welt, die sich zu stark vermehren und dann auch hierher kommen, und man sieht es nicht bei sich selber. Obwohl ja die Schweiz ein sehr globalisiertes Land ist und sehr vernetzt und in der ganzen Welt auch mitmischend. Also man kann die Rohstofffirmen nehmen als Beispiel, Glencore, Xstrata, die ein großer Teil des Rohstoffhandels läuft durch die Schweiz als Beispiel. Und da müsste ja Ecopop zum Beispiel
wenn man weiß, dass Armut ein Faktor ist, viele Kinder zu haben, müsste Ecopop doch mal genau schauen, dass auch diese Firmen genug Steuern bezahlen, zum Beispiel in Sambia, wo sie das Kupfer aus dem Boden holen, damit dieses Land auch vorwärts machen kann. Also ich finde, das geht einfach so nicht auf, die Schuld den anderen zu geben, wenn man selber eigentlich ein treibender Faktor ist in dieser ganzen Entwicklung, in dem ganzen Desaster, wo wir drin stecken. Wenn wir das mal so sagen sollen, also ich bin nicht nur so ein Pessimist wie Malthus oder so, aber klar, man kann verzweifeln, wenn man die Fakten anschaut von Ressourcenverbrauch, CO2 etc. etc. Das verstehe ich schon und das glaube ich auch, dass die Leute von Ecopop sich da auch echte Sorgen machen. Also das ist der Teil, den ich anerkenne. Also echt Sorgen machen, die Schuldfrage. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen und das dann auch vielleicht gleich koppeln mit dem Thema der anderen. Also die anderen sind ja auch immer die Frauen. Ja? Was haben denn die Frauen überhaupt für eine Stimme bei dieser ganzen Sache? Es geht um Geburtenkontrolle, die wird ja pro Frauenkopf gerechnet auf der ganzen Welt. Wo stehen die Frauen selber da in der Debatte? Sind sie überhaupt irgendwo vertreten? Bei Ecopop sind sie ja meines Wissens nur sehr schwach vertreten. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es so die Frauen, jetzt gerade bei dieser Diskussion, die Frauen quasi als einheitliche Gruppe zu fassen, sehr schwierig ist, weil die Lebensrealitäten von Frauen sehr unterschiedlich sind. Und ich finde schon, ein Kernaspekt, der in der Initiative immer drinsteckt, ist diese Idee der Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung. Und also wenn man jetzt auch aus geschlechterhistorischer Perspektive guckt, ist natürlich das Paradigma der Selbstbestimmung extrem wichtig. Seit den späten 1960er Jahren quasi, um so etwas wie Selbstverantwortung sagbar zu machen, aber auch körperliche Integrität etc. Und gleichzeitig ist es so, dass es seit den 1980er Jahren einen sehr tiefgreifenden Wandel in dieser Idee gab, nämlich mit dem Aufkommen genetischer und reproduktiver Technologien. Weil das genau dazu geführt hat, dass die Idee der Selbstbestimmung, auch der Selbstbestimmung der Frauen, neu gedacht werden musste. Weil bedeutet das, wenn schwangere Frauen sich vorgeburtlich beraten lassen und dann eine Zahl bekommen, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit womöglich ein Kind mit Behinderung kommen werden, was ist die implizite Botschaft? So, die implizite Botschaft ist es, Kinder zu produzieren, die eben nicht mit einer möglichen Behinderung zur Welt kommen. Und ich finde, und das finde ich ist etwas, das die Initiative ausblendet, und nämlich, dass es zwei verschiedene Arten von Zurufungen sind, die Frauen erleben. Das heißt, quasi hier bei uns, wenn man so will, quasi der Zwang, gewünschte Kinder zu produzieren, und gewünschte Kinder sind gesunde Kinder, sind produktive Kinder, sind konsumierende Kinder, also zukünftige Konsumentinnen, und gleichzeitig, ja, genau, und gleichzeitig eben der Zwang, der auf der anderen Seite geht, nämlich quasi die Menschen, die als zu viel gelten im globalen Süden, quasi ein Gebärverbot aufzuerlegen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, quasi zu überlegen, was bedeutet dieses Selbstbestimmungsparadigma genau, weil ich finde, das sehr gefährlich ist, weil es sehr viel dahinter steckt, das auf den ersten Blick nicht sichtbar wird. Also wir haben inzwischen zwei Paradigmen, die sich beide eigentlich historisch herleiten. Das wäre das mit der Selbstbestimmung der Frau und der Geburtenkontrolle einerseits. Das tun Sie sehr schön mit dem Aufsatz mit Anne-Marie Sanchon. Und Sie tun ja das im ganzen Buch, diese Herleitung auch der ökologischen Bewegung und auch ihrer Vermischung, sagen wir, ihrer Verstrickungen, wenn man das so sehen will, mit fremdenfeindlichen oder gar rassistischen Tendenzen. Ich habe das sehr schön gefunden, wie Sie auch diese Naturalisierung des Menschen oder auch diese Mystifizierung der Natur herleiten und das zeigen, was das für ein Diskurs ist, und möchte gerne mit Ihnen ein bisschen auch etwas vertiefen, was Sie an einem bestimmten Punkt im Buch erklären, nämlich den Bioregionalismus, den ich sehr eindeutig, sehr kurz und eindeutig beschrieben fand. Einfach damit Sie noch ein bisschen O-Ton des Buches mit nach Hause nehmen. Bioregionalismus, Vertreter des Bioregionalismus gehen noch einen Schritt weiter. Sie plädieren für einzelne, abgeschlossene Regionen, in denen die kulturelle und spirituelle Einheit der dort natürlich verwurzelten Menschen
mit ihrer natürlichen Umgebung und der gleichzeitigen Ausgrenzung aller Fremden gelebt werden soll. Getreu dem Dogma der neuen Rechten betonen heute ökologische Nationalisten und Bioregionalisten oft nicht, wie dies der klassische Rassismus tut, die Überlegenheit einer bestimmten Rasse, Nation oder Kultur über alle anderen, sondern plädieren vielmehr im Sinne des Ethnopluralismus für das getrennte Nebeneinander. Allerdings soll und kann für sie jede Kultur nur an dem ihr von der Natur zugewiesenen Ort gelebt werden. Frei nach dem Motto Deutschland den Deutschen, Afrika den Afrikanern. Eingewanderte dagegen stören, genau gleich wie gebietsfremde Pflanzen, sogenannte Neophyten im Bereich der Botanik. Das natürliche Gleichgewicht der Heimat. Vermischung ist des Teufels und unnatürlich. Mit dieser Übertragung der Idee des Artenschutzes auf die Gesellschaft wird dann Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit als natürliche menschliche Reaktion gerechtfertigt. Ich fand das sehr präzise formuliert und die sind Teil Bioregionalismus und Sie haben ja das vielleicht auch lesen können in Rezensionen zu Ihrem Buch schon. Der Vorwurf, dass diese Herleitung oder diese Verstrickung mit dem Rassismus oder auch mit der Fremdenfeindlichkeit eigentlich eine nicht richtig sein soll, oder die NZZ wirft Ihnen jedenfalls in ihrer Rezension vor, dass Sie sich nicht wirklich mit allen Ecopopern auseinandergesetzt haben, dass Sie die ausgeblendet haben, die sicher ganz bestimmt nicht aus dieser rechten Ecke kommen. Sie haben ja versucht, das sehr historisch herzuleiten, auch das Gedankengut eigentlich. Was würden Sie denn, wenn Sie das, Sie können das jetzt hier tun, diesem Vorwurf entgegenhalten? Weshalb haben Sie sich nicht alle angeguckt? Also zuerst mal ging es uns ja nicht darum, ad hominem jetzt einfach zu argumentieren. Also auf Deutsch quasi einzelne Leute schlecht darzustellen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sinnvoll ist, auch wenn man dann umgekehrt diese Beleidigungen durchaus als Lob dann entgegengehalten kriegt, manchmal jetzt da der Titel des verteilten Blattes, der gute Balthasar. Ich werde immer wieder als Gutmensch tituliert und das ist jetzt zum Beispiel eine der Beschimpfungen, mit denen ich jeweils bestens leben kann. Aber uns ging es eher darum, eben eine Geistesgeschichte quasi zu machen. Und wir haben im Buch auch immer wieder versucht zu sagen, dass nicht alles schwarz-weiß ist. Also wir haben beispielsweise zum Schluss dieses Kapitels, dieses kurzen Kapitels, das Sie jetzt gelesen haben, gesagt, viele der einzelnen konkreten Forderungen, die sich aus diesen geschilderten Denkmustern ergeben, sind durchaus vernünftig und decken sich mit denen von emanzipatorischen ökologischen Kräften. Also wer beispielsweise die Globalisierung hinterfragt und regionale Landwirtschaft oder regionale Wirtschaftskreisläufe fördern will, ist nicht zwingend ein faschistoider Bioregionalist. Also das finde ich schon noch wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, all das, was jetzt etwas nach, das ist jetzt zum Beispiel lokal klingt, sagen wir, okay, das ist jetzt faschistisch. Sondern wir fragen danach, welches Gedankengut oder welche gedanklichen Überlegungen legitimieren dann diese Forderung. Und dort haben wir einfach entdeckt, das ist jetzt nicht nur bei Ecopop so, sondern auch bei anderen sogenannten unheimlichen Ökologen, dass dann eben dieser naturalistische Fehlschluss gemacht wird. Man beschreibt eine bestimmte gesellschaftliche Situation mit einem Bild aus der Natur und bringt dann wiederum dieses Bild der Natur quasi als Legitimation, warum etwas gut ist oder schlecht ist. Also das größte Beispiel Thomas Hämmerli hat, der jetzt auch hier sitzt, hat ein Buch geschrieben, der Zug ist ein kleines Büchlein, aber lesenswertes Büchlein, der Zug ist voll, wo er die Geschichte dieses Wortes Dichtestress, das ja unsere Debatten so bereichert, etwas hergeleitet hat, gezeigt hat, dass Frederik Wester
ein Kybernetiker das aufgebracht hat, am Beispiel irgendeines Erdhörnchens oder irgendwas, irgendein ziemlich soziophobes Tier, das, wenn es einen Artgenossen im Umkreis von 10 Quadratkilometern findet, diesen dann frisst. Und wenn man das dann nimmt und sagt, ja, man sieht ja diese wie heißen sie? Tupaios. Ich sage immer, ich will immer Tupamaros sagen. die waren ja eher gruppenorientiert. Diese Tupaios, dann kann man sagen, ja, man sieht, es ist natürlich, die Tupaios, die machen das auch, also die Menschen auch. Man könnte mit der gleichen Logik sagen, die Termiten oder die Ameisen, die leben in einem großen Bau, gut organisiert zusammen, und da sieht man, das ist die natürliche Lebensform, also Menschen auch so. Und das hat für mich beides keinen Erklärungsgehalt, sondern das ist reine Ideologie, die aber dann im Kleid eben in diesem Fall einer biologischen oder biologistischen Begründung daherkommt. Herr Handy, mich würde interessieren, tut man einem Ecopopper Unrecht, der eigentlich ein Wachstumskritiker ist, wie Sie ja, glaube ich, auch, es sind, und der sich entscheidet, okay, das ist der Weg, Wachstum zu reduzieren, Bevölkerung zu beschränken und Migration zu beschränken. Tut man ihm Unrecht, wenn man sagt, er ist fremdenfeindlich? Also generell für den oder die Ecopopperin weiß ich das natürlich nicht beantworten. Ich habe nicht viele Leute in meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass sie so denken, nähere Bekannte, aber ich stelle fest, dass bei unter den Lesern meiner Bücher großen Ökologie geht und den Fans meiner Bücher auch, in meinen Lesern kommen, relativ viele Leute sind, die wahrscheinlich auch stimmen bei Ecopopperin. Und von denen, die ich näher kenne, würde ich sagen, das sind keine Fremdenfeinde, das sind keine Rassisten. Und denen glaube ich ehrlich, dass sie es nicht fremdenfeindlich meinen. Und die sagen dann auch zum Beispiel, also wenn wir halt in der Initiative die Ausländerzahl begrenzen, ist es nicht gegen die Ausländer gemeint, sondern es ist einfach der Hebel, wo man ansetzen kann, weil hinter den Ländern begrenzen, das ist einfach nicht machbar, also quasi pragmatisch. Die Frage ist natürlich, inwieweit beginnt man selber ein Fremdenfeind zu sein, wenn man mit Fremdenfeinden paktiert oder wenn man sich in eine fremdenfeindliche Denktradition stellt. Und was das Paktieren angeht, scheint es mir klar, falls Ecopop tatsächlich eine Chance hat, aber ohne angenommen zu werden, dann nur im Verbund mit dem Fremdenfeind. Das ist überhaupt keine Frage. Also selbst wenn es dann so wäre, dass 30% der Abstimmenden ehrlich ohne fremdenfeindliche Motive Ja sagen und dann aber nochmal 20% Fremdenfeind dazu, dann gewinnen sie die Abstimmung. Dann ist es ein fremdenfeindliches Resultat. Auch wenn es nicht alle so gemeint haben, kommt eben das Resultat an. Und wenn man sich darüber denkt, wie es umgesetzt wird. Also wenn ich jetzt schaue, wie zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative, wie sie umgesetzt wird, weiß ja noch kein Mensch, aber wie die Umsetzungsvorschläge sind, und zwar die von Initianten. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sind überhaupt nicht SVP-affin, aber die haben Ja gestimmt. Bei der Masseneinwanderungsinitiative aus einem wachstumskritischen und bevölkerungspolitischen Papieren Impetus heraus. Aber wenn ich jetzt sehe, wie die SVP, der SVP-Migrationsspezialist Brandt vorschlägt, dass man dann für die gut qualifizierten, also auch die gut verdienenden, nach wie vor den Familiennachzug zulässt, weil die Leute will man ja haben, denen muss man was bieten, hingegen die schlecht qualifizierten, für die sind ja substituierbar, wie das Herr Brandt nennt, sind ein hübsches Wort für Menschen, sind substituierbar, das heißt, da muss man den Familien auch zum Glück nicht mehr erlauben, die kommen ja sowieso. Und was heißt denn das, wenn wir jetzt die Motivation der wirklich ökologisch motivierten, die Ja-Stimmen anschauen, wie verändert das dann den ökologischen Fußabdruck der Schweizerinnen und Schweizer, wenn dann die gut qualifizierten, gut verdienenden nach wie vor ihre Familie nachziehen und in Oberhägen den ganzen Tag mit riesigen Bildern zubauen?
während viele Leute, die vielleicht irgendwo in Schwandingen mit einer fünfköpfigen Familie in einer 14. Wohnung leben, eben dann nicht mehr kommen dürfen. Also da glaube ich dann einfach auch, dass es schlicht und einfach kontraproduktiv sein wird in Bezug auf das Ziel, was Ecotop vorliegt. Also rechnerisch in Bezug auf das Ziel geht es nicht auch, Ihrer Meinung nach. Pierre Niklaus, Sie sind ja sehr engagiert auch für Sans-Papiers und überhaupt im Migrationskuchen, sage ich mal, für Rechte von Migranten und Migrantinnen. Was tut eine solche Initiative? Wir hatten jetzt die Masseneinwanderungsinitiative, Herr Henkel hat jetzt gerade ein bisschen erklärt, auch wie sich diese ganzen Umsetzungsvorschläge so anhören. Was tut aber eine solche Initiative für die von Ecopunkt im Diskurs der Fremdenfeindlichkeit oder überhaupt dieser Volksstimmung, sage ich dem mal jetzt? Ja, ich denke, grundsätzlich haben wir eine Tendenz gesehen, dass das, was vor 10 Jahren als fremdenfeindlich galt, eigentlich heute kann man das äußern, ohne dass man deswegen als Fremdenfeind bezichtigt wird. Also es wird als fast als normal oder puronormal empfunden. Und ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung jetzt, dass eben, ich habe am Anfang gesagt, dass jetzt Ökologie mit Abschottung verbunden wird und dann kann man das tun ohne schlechtes Gewissen. Also ich finde das schon sehr problematisch. Also was ist denn überhaupt noch Ausgrenzung? Was ist noch Fremdenfeindlichkeit? Was ist Neokolonialismus? Ich meine, Ecopop stellt das von vornherein in Abrede und sagt überall, ja, wir haben nichts damit zu tun. Also vorauseilend eigentlich, aber in Wirklichkeit, im Kern ist das einfach sowas von neokolonialistisch und sowas von daneben, diese Initiative. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich finde, es ist auch eine Aufgabe, das wieder mal in Erinnerung zu rufen. Und es bringt ja auch überhaupt nichts. Von dem haben wir noch gar nicht, über das haben wir noch gar nicht diskutiert. Ich meine, wenn man wirklich will, dass es weniger Menschen gibt oder der Zuwachs nicht so groß ist, dann muss man Armut bekämpfen, man muss Bildung fördern. Und das tut man nicht, indem wir hier ein großes Ablenkungsmanöver in unserer kleinen 7 Millionen Schweiz, 40.000 Quadratkilometer veranstalten und sagen, das einzige Problem ist der Bevölkerungszuwachs. Dabei ist es ja so, dass die Wachstumsraten ja überall sinken. Also eigentlich ist das Problem, wenn ich es jetzt mal so nenne, Bevölkerungswachstum ist, also gegen Ende Jahrhundert haben wir ein Nullwachstum. Aber in anderen Bereichen nicht, eben im Wirtschaftswachstum, im CO2-Ausstoß, das geht ja weiter. Also es ist eigentlich, ich verstehe das nicht, wie jetzt Ecopop wirklich mit dem irgendetwas global oder auch nur schon hier in der Schweiz schützen will. Und dass die Leute in die Schweiz kommen, hat ja auch damit zu tun, mit dem kapitalistischen System letztendlich, dass die in die Zentren strömen die Leute und in der Peripherie ist dann nichts. Und die Schweiz ist in Gottes Namen ein Zentrum. Und wenn man jetzt ganz am Schluss ansetzt und das Gefühl hat, man kann das irgendwie vom Schreibtisch aus lösen, dann ist das Hanebüchen. Es tut mir leid. Gut. Lena Schmidt? Kann ich was sagen? Ich habe gesehen, dass Sie nicht. Ja, also quasi die Einwanderungsfrage ist das eine. Die andere, die ich wirklich wichtig finde, ist wirklich zu sehen, dass Familienplanung keine Kosten-Nutzen-Rechnung ist, weil sie Menschen einteilt in Erwünschte und Unerwünschte. Und ich, also was ich wirklich problematisch finde, ist, dass diese propagierte freiwillige Familienplanung effektiv dazu dient, Frauenrechte und auch reproduktive Rechte zu nutzen, um eben auch Profitmaximierung und Wohlstand bei uns sicherzustellen. Ginge es Ecopop um Nachhaltigkeit, müsste man dort ansetzen, wo der Pro-Kopf-Verbrauch am größten ist, und das ist bei uns. Und deswegen, ich halte es für eine hochgradig fremdenfeindliche Initiative, wo ich, ja, kann gar nichts dazu sagen, ich finde, das reicht dann. Ja, und zwar, es klingt lustig, aber es geht um Selektion.
es sind hochgradig eugenische Argumentationen und das ist etwas, was eine solidarische und nachhaltige Politik unter keinen Umständen unterstützen kann. Vielen Dank jetzt schon mal hier vorne auf dem Podium. Das Publikum hat sich gerade zu Wort gemeldet. Und ich möchte auch jetzt gerne dem Publikum